Hallo, wie wunderschön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena Meyer-Kolbinger. Ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin. Und es ist meine Vision, dass so viele Menschen wie möglich losgehen und ihr Ding machen. Mit Freude das erschaffen, von dem sie träumen. Ganz gleich, ob es ein Buch ist, was du schreiben möchtest, oder ob du dein Business starten möchtest, ob du ein Produkt launchen möchtest, oder ob du ein neues Hobby etablieren möchtest, ob du ein neues Lebenskonzept aufbauen möchtest. Alles, was du dir ausdenken und erträumen kannst, kannst du auch machen. Als Kreativitätscoach möchte ich dir Übungen, Gedanken, aber auch Verständnis zur Seite stellen, mit dem du deine Kreativität fördern kannst und mit Freude und Flow erschaffen kannst, was dir wichtig ist. Damit du deine Projekte anfängst, damit du durchhältst, dass du aber auch Projekte beenden kannst, damit du Inspiration, Muße und genügend Raum für deine innere Kreativität findest. Als Kreativitätscoach ist es mir besonders wichtig, dass du das, was du machst, mit Freude machst. Mit Freude und mit Elan. Denn deine Kreativität, das ist unsere Superkraft. Davon bin ich fest überzeugt. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über Existenzängste sprechen. Es geht darum, wann uns diese und wie uns diese Blockaden zurückhalten. Ich möchte dir erklären, woher sie kommen, und möchte dir Wege zeigen, mit denen du deine Angst vor dem Versagen transformieren kannst, verändern kannst und losgehen kannst. Für dich und dein kreatives Projekt. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. Wir befinden uns in einer enorm merkwürdigen Zeit. Wir befinden uns in einer Zeit, die sich die meisten von uns nicht haben erträumen können. Wir sind aktuell jetzt hier vor Weihnachten 2020 in der Situation, dass wir nicht wissen, oder wir ahnen alle, dass es einen kompletten Lockdown geben wird, und viele von uns fühlen sich machtlos und ausgeliefert. Ich möchte mit dieser Folge auch daran erinnern, dass wir etwas in uns tragen, was uns Kraft gibt. Und das ist unsere Kreativität. Unsere Kreativität ist eine Kraft, die uns schon immer zur Verfügung steht. Die ist schon da gewesen, bevor wir unsere Wertevorstellung, unsere Glaubenssätze, unsere Art zu handeln manifestiert haben. Unsere kreative Kraft ist die Kraft, die Lösungen findet. Und wir müssen alle für uns jetzt Lösungen finden, wie wir durch die Zeit kommen, wie wir durch diesen Winter kommen, jetzt durch die Weihnachtszeit, aber eben auch ja die nächsten Monate. Weil es wird nicht vorbeigehen, sich wegzaubern, es wird sich nicht in Luft auflösen. Wir müssen selber für uns aktiv werden. Das heißt, das ist die Zeit, in der wir endlich das anpacken können, was uns wichtig ist. Denn das ist das, was wir kontrollieren können. Unsere Ideen und unsere Träume. Auch wenn viele von unseren Ideen abhängig sind von äußeren Faktoren. Trotzdem, der Antreiber unserer Ideen ist unsere Kreativität, unsere persönliche Vision und Motivation. Und deswegen möchte ich jetzt mit einer Serie starten, in der es darum
geht, dass ich verschiedene Punkte aufweisen möchte, Gründe, Blockaden aufweisen möchte, die uns daran hindern, loszugehen. Loszugehen, unser Ding zu machen, unser kreatives Projekt zu erschaffen. Das zu erschaffen, was in unseren Träumen, in unserer Vision schon existiert. Und deswegen sage ich bewusst kreatives Projekt, weil es ein Projekt ist, was noch nicht existiert, was wir erschaffen müssen, schöpfen müssen. Und ich möchte in den nächsten Podcast-Folgen, wie ich gerade schon sagte, auf verschiedene Blockaden und Hürden eingehen, die uns zurückhalten, anzufangen, weiterzumachen oder durchzuhalten. Und ich habe mich entschlossen, ich nehme die Hürden, die mir in meiner Coaching-Praxis am häufigsten auch über den Weg laufen, und möchte heute starten mit der Folge Existenzängste bzw. Versagensängste. Denn diese gehören mit zu den häufigsten Gründen, weshalb wir entweder gar nicht ein Projekt starten, gar nicht loslegen, oder einer zu den häufigsten Gründen, weshalb wir aufhören, nicht dranbleiben und unser Projekt ruhen lassen. Versagensängste, Existenzängste sind häufig Szenarien, die wir uns ausmalen, gerne bei Nacht, wenn wir in der Horizontalen liegen, denn die meisten schlafen horizontal, wenn wir Zeit haben, unsere Gedanken fließen zu lassen, wenn wir in diesem offenen Geisteszustand sind, das in den Schlaf übergehens, ein verletzlicher Zustand auch, dann geben wir diesen Worst-Case-Bildern, diesen Worst-Case-Szenarien am allermeisten Raum. Und wir sind, egal wie kreativ Menschen sind oder wie fantasievoll sie sich beschreiben, wenn es darum geht, sich ein Worst-Case auszudenken, dann sind wir alle unglaublich fantasievoll und einfallsreich. Wir haben meistens Angst vor einem finanziellen Ruin. Dazustehen und nichts mehr zu haben. Wir haben Angst, beziehungsweise wir haben unglaublich präzise Bilder davor, vor unseren Augen, wie es ausschaut, wenn wir unser Hab und Gut verlieren. Es ist interessant, es gibt dabei keinen Unterschied zwischen finanziell gut gestellten oder schlechter gestellten Menschen, zwischen Menschen, die viel Erfolge schon hatten und Menschen, die bisher wenig Erfolge hatten, oder auch das Gleiche, was Sicherheit auch mit angeht. Ängste zu versagen bzw. Ängste der Existenz treffen immer und vor allen Dingen über alle Grenzen hinweg. Und immer dann, wenn wir etwas Neues starten, wenn wir verletzlich sind, wenn wir unsicher sind, zu welchen Ufern wir jetzt hier aufbrechen werden mit unserem Projekt, mit unserem Buch, mit unserem Business-Konzept, mit unserem Projekt, mit unserem Produkt und so weiter und so fort. Diese Existenzängste betreffen aber auch unsere soziale Existenz. Die Angst davor, dass wir uns lächerlich machen, dass wir zeigen, dass wir versagt haben, dass andere über uns urteilen und reden, unser Gesicht zu verlieren, wie man so schön sagt. Diese Ängste, die sitzen tief und sind wie so eine Art Spirale. Wenn wir uns da erstmal hineinbegeben, dann werden die immer größer und immer
existenzieller und überzogener auch. Wenn wir das Ganze dann bei Tag anschauen, so, weißt du, hier, wir in der Nacht sind alle Katzen grau, wenn wir das Ganze uns aus der Distanz anschauen, dann verstehen wir oft nicht dieses Überzogene und Existenzielle. Aber es hat gewirkt. Es hat gewirkt und ist präsent. Die Angst ist präsent und hat sich eingefressen. Und bevor ich dir jetzt gleich erkläre, woher diese Angst herkommt oder diese Ängste, möchte ich dich kurz daran erinnern, dass deine Kreativität dir zur Seite steht. Da wird es später auch nochmal darum gehen, wenn es um die Lösung geht. Aber gerade wenn dieses Thema gerade so präsent auch war und du vielleicht auch die Schwere gefühlt hast von Ängsten, von der Versagensangst und Existenzangst, dann möchte ich dir jetzt kurz eine Freudedusche, eine Lichtdusche geben sozusagen. Denn unsere Kreativität, die liefert uns eine Antwort. Unsere Kreativität ist diese Kraft, die uns verbindet mit den Träumen, die überhaupt unsere Träume wachsen lässt. Diesen Wunsch, Neues zu entdecken, uns zu entwickeln und weiterzugehen, größer zu werden, größer zu denken und auch zu handeln. Unsere Kreativität ist schon lange vor unseren Ängsten eine Superkraft, die uns von Geburt an mitgegeben wurde, die uns von Geburt an mitgegeben worden ist. Und das so als kleine Aufmunterung in dieser ein bisschen schwereren Folge auch. So, jetzt, dann lass uns zurück reingehen in das Thema. Woher kommen die Ängste? Diese Ängste sind tief verankerte Werte und Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit erlernt haben, die wir beobachtet haben. In der Psychologie spricht man von erlernter Hilflosigkeit, denn wir sind als Kinder hilflos ausgeliefert gegenüber dem, was uns vorgelebt wird. Wir sind jetzt die erste Generation, und ich nehme jetzt hier mal Generationen zusammen. Wir sind die erste Generation hier in Deutschland, die keinen Hunger kennt, die keine Verfolgung oder von wirklicher Not betroffen ist. Wir haben im Gegensatz zu unserer Elterngeneration und Großelterngeneration und Urgroßelterngeneration keinen aktiven oder keinen präsenten Krieg hier in Deutschland erleben müssen. Wir kennen nicht den Mangel von Hunger, den kollektiven Mangel an Hunger. Wir wissen nicht, wie hart es ist, aus dem Nichts etwas aufzubauen. Denn wir sind geboren worden in eine sichere Welt hier in Deutschland und in Europa. Wir konnten in schöne Kindergärten gehen, in die Schule gehen, wir konnten unsere Ausbildung machen, unser Studium. Und wir konnten sehen, wie das, was wir erschaffen, wächst. Beziehungsweise wie wir, wenn es uns schlecht geht, eingreifen können und uns retten können aus einer Situation heraus. Aber als Kind durften wir miterleben, dass diese Erfahrung bei unseren Eltern und Großeltern noch sehr präsent war. Dieses aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Es ist schwer, etwas zu erschaffen. Es ist nicht leicht, seinen Träumen zu folgen. Und die Gefahr, die lauern kann, nämlich Existenzverlust, ist groß. Und selbst wenn uns das nicht gesagt worden ist, dann haben wir es gespürt und wir haben das übernommen. Wenn wir uns jetzt entscheiden
oder davon träumen, neue Wege zu gehen und etwas entwickeln wollen, etwas erfinden wollen oder starten wollen, dann wissen wir nicht, wie der Weg tatsächlich aussehen wird. Und das ist ja auch Teil der Faszination. Das ist ja der Sinn der ganzen Angelegenheit. Deswegen wollen wir losgehen. Deswegen schreit ja unser Forschergeist danach, unser Entdeckergeist. Aber es greifen sofort ähnliche Mechanismen, die uns daran erinnern, dass finanzielle Ruin die Folge sein könnten oder dass wir uns lächerlich machen, dass wir sozial versagen. Und gerade wenn wir an Social Media schauen oder auf Social Media schauen oder ja, du weißt schon, was ich meine. Wenn wir in Social Media das Ganze betrachten, die Gefahr, dass wir uns lächerlich machen, dass andere uns durch den Kakao ziehen, dass sie sehen, wie gescheitert wir sind. Dies ist auch eine große Versagensangst und vielleicht auch einen ähnlichen Stellenwert wie finanzielles Versagen, das soziale Versagen. Die Angst, dass wir unzulänglich sind, dass wir nicht genügen, dass wir nicht die Kraft haben, das durchzuziehen. Und wir reagieren auf eine uns allen sehr bekannte Art und Weise, nämlich wir unternehmen alles, was nötig ist, damit dieses Worst-Case-Szenario nicht stattfindet, dass das nicht eintritt. Wir arbeiten verbissen bis an unsere Grenzen, wir handeln und gehen Wege, die wir eigentlich vielleicht gar nicht gehen wollten. Aber das Essentielle ist, wir verlieren unsere Freude. Wir verlieren die Leichtigkeit und die Hingabe zu unserem kreativen Projekt, zu unserem Ding, was wir erschaffen wollten, was wir zu unserem Ding machen wollten. Die Leichtigkeit, die wir im Anfang, im Traum, in der Vision hatten. Es ist, wie wenn wir in einen Überlebenskampfmodus schalten würden. Alte Glaubenssätze, auch wenn wir dachten, dass wir sie bearbeitet haben, die greifen in solchen Momenten wieder. Es sind Glaubenssätze aus unseren Familiensystemen, die wir übernommen hatten und wie gesagt, vielleicht schon dachten, dass wir sie bearbeitet hätten. Das Ergebnis ist, dass wir meistens dann den Sinn verlieren. Die Sinnhaftigkeit, weshalb wir losgegangen sind und weshalb wir unser Projekt starten wollten. Das heißt, ganz gleich, ob diese Versagens- und Existenzängste dich überhaupt daran hindern, loszugehen oder ob sie dich daran hindern, weiterzumachen, durchzuhalten. Das macht keinen Unterschied, weil diese Angst greift die Freude an. Oder das ist falsch gesagt. Sie greift unseren Fokus auf die Freude an. Unsere Entscheidung, nicht aus dem Mangel, aus der Angst heraus zu handeln, sondern aus der Freude. Und ich möchte dir jetzt gerne natürlich auch an die Hand geben, was du tun kannst, damit die Angst vor dem Versagen und die Angst vor der Existenznot dein kreatives Projekt nicht behindert, dass du losgehen kannst, dass du erschaffen kannst voller Freude, was für dich so wichtig ist. Das Erste, und wenn du meinen Podcast schon eine Runde gefolgt hast, dann weißt du, dass das Erste etwas ist, was mir sehr, sehr wichtig ist. Nämlich mach dir bewusst, dass diese Angst aus deiner Vergangenheit kommt. Dass diese Angst nichts mit dem Jetzt zu tun hat.
diese Überzeugungen kommen aus einer Zeit, in der du nicht diese Erfahrung und das Wissen von heute hast. Weil heute, was hast du alles schon geschafft? Du hast so viel gelernt, du hast so viel erreicht und bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du dir so ein tolles Projekt ausdenken kannst, wo du dieses Buch schreiben möchtest, dieses Buch weiterschreiben möchtest, Songtexte schreiben möchtest. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, was es alles für wunderbare Projekte gibt, wie ein Blog schreiben, wie ein Business starten, wie ein neues Hobby probieren, neue Techniken auszuprobieren, Filme zu drehen. Unendlich viele Möglichkeiten, die du dir aus deiner eigenen Vorstellung heraus erschaffen kannst. Deswegen, das Zweite, was ich dir gerne an die Hand geben möchte, ist, mach dir doch bitte mal eine Liste. Erkenne, dass du in Wirklichkeit überhaupt nicht hilflos bist. Schreibe dir auf, was du alles schon geschafft hast, was du alles schon gelernt hast, was du erreicht hast, was du geleistet hast, worauf du stolz bist. Es ist alles direkt vor dir. Es ist alles um dich herum. Du musst es nur sehen. Und es ist, wir sind genetisch so gepolt, dass wir mehr auf unsere Angst hören, weil sie soll uns ja retten. Diese Angst vor dem Versagen, die Angst vor der Existenznot, sie will uns ja eigentlich helfen. Ist ja nett und gut von ihr. Aber wir brauchen sie jetzt gerade nicht. Deswegen schau hin, was du alles an Beweisen um dich herum hast, mit dem du dir selber beweisen kannst, was du alles mit dir herumschleppst, was für Verbündete um dich herum hast. Kannst du das Wort leicht sagen? Verbündete. Ja, gut, Entschuldigung. Wenn du das gemacht hast und du so aufgeladen auch bist mit all dem, was du bisher erreicht hast, dann möchte ich dich bitten, noch einen Schritt weiter zu gehen und dir zu überlegen, was alles möglich wäre, wenn du keine Angst hättest. Diese Übung, die lockt deine Risikobereitschaft ein bisschen raus. Und es ist noch eine rein hypothetische Arbeit, eine rein hypothetische Übung, die völlig gefahrlos ist. Also auf der einen Seite schau hin, was du alles schon erreicht hast und geschafft hast. Und wenn du da drauf schaust, was wäre jetzt alles noch möglich, wenn es keine Ängste gäbe, wenn es keine Existenznot geben würde? Wenn all das nicht existieren würde, was könntest du da alles schaffen? Aus deiner Freude raus, aus deiner Lust zu erschaffen, aus deinem Entdeckergeist heraus. Und wenn du auch meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich immer wieder dich bitte, nicht zu viel von dir zu verlangen. Denn es sind die kleinen Schritte, die den ganzen Weg am Ende machen. Denn der Weg ist ja Teil von unserem Prozess, von dem Prozess des Erschaffens. Und wenn wir diesen Weg rennen würden, dann würden wir all die kleinen, wunderbaren Dinge, die da so am Wegesrand sind, nicht sehen, wegen denen wir los auch gegangen sind. Wir sind nicht nur losgegangen, um hoch auf den Berg zu kommen. Wir sind nicht nur hochgegangen, um am Gipfelkreuz zu stehen. Wir sind auch hochgegangen, weil wir sehen wollten, wie wunderschön der Wald ist, wie schön diese Bergwiesen sind, weil wir die Bäche sehen wollten. Wir wollten vielleicht den Wasserfall sehen. Wir wollten über
ja, schmale Holzbrücken gehen und so weiter und so fort. Wir wollten auch die kleinen Schnecken sehen, die da überall am Wegesrand sind. Wir wollten die Blumen sehen, wir wollten riechen, wir wollten die Bienen hören. Es sind die kleinen Schritte, die den Weg machen. Und genauso sind es nicht jetzt gleich, auch wenn ich es in der letzten Übung gesagt hatte, was wäre alles möglich, wenn du keine Angst hättest, wenn wir keine Angst hätten, wenn, ja, wenn alles möglich wäre, wenn keine Hürden uns aufhalten würden. Überlege dir, was ist denn das Kleinste, was du jetzt tun kannst, was keinerlei Anstrengung für dich beinhaltet, aber dich in die richtige Richtung bringt, nämlich auf deinen Weg zu deinem Projekt, zu deinem Traum. Was sind die kleinsten Dinge, die du tun kannst? Und jetzt, ich gehe jetzt in den Weg, in dieses Bild zurück mit dem Weg zum Gipfel hoch. Was sind die kleinsten Dinge, die du tun kannst, um freudig und ohne Angst vom Parkplatz auf den Weg dich zu machen? Vielleicht einfach, indem du anfängst, in so einem Hüpfeschritt loszulaufen. Das ist jetzt natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Also, was sind die kleinsten Dinge, die du tun kannst, die auf dieses alles, was wäre möglich, wenn, einzahlen? Verlang nicht so viel von dir, aber verlang auch nicht zu wenig. Was ist das, was dein Entdeckergeist genau jetzt gerade verkraftet? Und damit fängst du an. Damit fängst du an und gehst einfach los. Denn, ja, ich bitte dich, mach es. Wenn wir alle das erfinden und ausleben, was wir uns erträumen, was wäre alles möglich? Es ist das, was mich an meinem Beruf so fasziniert, wenn ich beobachten darf, wie Projekte entstehen und einen kleinen Teil dazu mit beitragen durfte. Vor allen Dingen, wie Menschen aufblühen, wenn sie diese Selbstwirksamkeit durch ihre Kreativität erfahren. Denn am Ende geht es genau darum, zu sehen, ich bin eben nicht machtlos, ich bin nicht hilflos, sondern ich habe erfahren, dass meine Kreativität mir hilft, Wege und Lösungen zu finden. Das ist Selbstwirksamkeit. Und diese erlernen wir durch unsere Kreativität. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was kannst du machen, um der Blockade des Versagens oder Versagensängste und Existenzängste entgegenzutreten, um dein kreatives Projekt anzupacken oder durchzuhalten? Erstens, mach dir bewusst, dass diese Angst aus der Vergangenheit kommt, dass sie nichts mit deinem heutigen Wissens- und Erfahrungsstand zu tun hat. Zweitens, mach dir bewusst, was du alles schon geleistet hast. Gib dir selber den Beweis, mach dir eine Liste. Ich sag immer gerne, werd zu deinem eigenen Anwalt. Mach dir eine Verteidigungsliste. Und dann überlege dir, mal angenommen, alles wäre sicher und ich müsste mir keine Sorgen um dies oder jenes machen. Was könnte ich da alles schaffen? Und der vierte Punkt, nimm dir aus dieser Liste etwas und fange damit mit dem kleinstmöglichen Schritt an. Mach keine Riesenschritte, verlange von dir nicht Riesenschritte zu gehen, sondern genieße diese kleinen Schritte. Denn der Genuss der kleinen Schritte hat die Freude im Gepäck. Und die Freude ist es, was die wirkliche Motivation für dein Durchhaltevermögen und dein Startvermögen ist, damit du das
was du erschaffen möchtest, auch wirklich umsetzen kannst. Damit komme ich zum Ende von dieser Folge aus dieser neuen Reihe, die ich jetzt gerne machen möchte, zu den kreativen Blockaden, die dich aufhalten könnten, deinen Weg zu gehen. Und wenn du dir überlegst, dass du gerne dein Projekt starten möchtest, dass du gerne dein Ding erschaffen möchtest, das, was dir wichtig ist, von was du träumst, möchte ich dir gerne zum einen mit einem E-Book, einem kostenlosen E-Book, was ich gerade zur Verfügung stelle, ein Geschenk machen. Und ich möchte dir einen Hinweis auf meinen nächsten Kurs geben. Aber eins nach dem anderen. Wie gesagt, das eine, auf meiner Webseite, ich werde den Link in die Shownotes packen, möchte ich dir mein kostenloses E-Book Mach dein Ding schenken. In diesem E-Book habe ich 4 der Hauptgründe aufgelistet, auch mit Sätzen, die meine Klienten im Coaching oft genannt haben, die sie zurückhalten, und ich zeige dir 8 Wege, wie du ins Machen kommst. Eine liebevolle Übung habe ich dir ebenfalls beigehängt. Wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich gerne auf meiner Webseite bzw. über den Link, den ich in die Shownotes packe, dort eintragen und dieses E-Book runterladen. Dann ist es so, dass ich am 31. Januar werde ich den neuen Kurs Jetzt beginne ich 2021 starten. In dem Kurs geht es, wie der Name schon sagt, darum, endlich ein Projekt zu starten, endlich loszugehen. Und der Kurs ist wie eine Art Erste-Hilfe-Koffer, der dir hilft, bei einem Langzeitprojekt loszulegen, dran zu bleiben und auch durchzuhalten. Wie es immer bei mir ist, geht es natürlich sehr viel auch um Blockaden, aber auch um Motivation und schöne Tricks, mit denen du dir selber Mut machen kannst und deine Freude vor allen Dingen immer wieder aufs Neue aktivieren kannst und deine Kreativität, deine innere Kreativität förderst und pflegst. Trag dich sehr, sehr gerne jetzt schon in die Warteliste ein. Ich werde demnächst kostenlose Online-Trainings auch geben. Und wenn du in der Warteliste eingetragen bist, dann wirst du automatisch von mir benachrichtigt, sobald ich diese Trainings anbieten werde. Das Eintragen in diese Warteliste ist natürlich vollkommen kostenlos und auch unverbindlich. Den Link werde ich in die Shownotes auch mit reinpacken. Und dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst. Meine Vision ist, dass so viele Menschen wie irgend möglich ihre kreative Superkraft entdecken und für ihre Träume losgehen. Und je mehr du das teilst, umso mehr Menschen werden erreicht werden. Und das wäre mir wirklich ein Herzensanliegen. Dafür danke ich dir. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast. Ich danke dir, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Es war sehr, sehr schön. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag. Ich wünsche dir, dass du es schillern lassen kannst. Lass deine Vielfalt schillern und scheinen. Vielleicht sehen wir uns am Montag im Morning Flow Club. Wenn du willst, ich bin wie immer da, 8:30 Uhr auf Instagram oder Facebook. Alles Liebe, deine Verena.